So, und das hat einfach alles Sinn ergeben. Der Islam ist der pure Monotheismus. Wenn ich mir die anderen Religionen anschaue, sie beten ihren Götzen an. Ja, aber was kann diese Götze machen? Sie kann nichts machen. Wenn ich dort hingehe und sie kaputt schlage, sie liegt dort kaputt. Sie wird mir nichts machen können. Sie ist kaputt. Auch wenn sie heil wäre, sie könnte mir nichts machen, natürlich nicht. Aber es ergibt alles keinen Sinn. Ja, die Christen, sie machen Gott zu drei Göttern, kann man sagen. Ja, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und Gott ist Gott und alle zusammen sind wiederum ein Gott. Ja, und es alles ergibt einfach keinen Sinn. Der Islam ist einfach der pure Monotheismus. Wenn ich reinschaue, ich bekomme meine Antworten, was ich wissen will. Ja, und ich habe mich dann damit beschäftigt und es gab so Momente, wo es einfach Klick gemacht hat. Da habe ich gesagt, ja, heftig. Ja, und ich habe mich natürlich gleichzeitig auch mit der Bibel beschäftigt, habe gedacht, guck mal, was da für Widersprüche einfach drin sind. Und im Koran, du wirst keine Widersprüche finden. Ja, und oder auch diese wissenschaftlichen Wunder, ja, wo ich dachte, ey, heftig, subhanallah. Ja, über die Expansion des Universums, über all diese Sachen, ja, das ist einfach, wo Allah dir die Zeichen klar macht. Und auch jetzt, Allah macht dann oft die Zeichen klar. Es passieren so Dinge, wo man denkt, subhanallah. Gestern, ich habe bei einem Bruder angerufen, als ich mit ihm telefoniert habe, sagte er, ich habe gerade daran gedacht, dass du mich jetzt anrufst. Ja, aber woher sollte er das wissen? Auf einmal wusste er das. Ja, und all diese Sachen und was dann passiert und all diese Sachen, es wird einem klar gemacht, dass das Hak ist, dass der Islam Hak ist, dass das die Wahrheit ist und dass alle anderen Wege ins Höllenfeuer führen. Und ich habe mich halt damit beschäftigt und dann bin ich halt am 13.07.2007 dann zum Islam übergetreten. Und also ich habe mich schon 2007 im Februar, da bin ich dann schon, da war ich noch kein Muslim, aber ich bin eigentlich jeden Freitag zum Freitagsgebet gegangen und habe auch schon eigentlich fünfmal täglich gebetet. Und ich saß dann an diesem Freitag, saß ich dann in der Moschee und ich habe halt auf den Hodja gewartet, dass ich ihm das sagen kann, dass ich zum Islam übertreten möchte. Und zu dieser Zeit, wir hatten einen anderen Hodja, unser eigentlicher Imam, er war, ich glaube, im Krankenhaus war, ja, und dann hatten wir einen Ersatzimam. Und dann kam dieser Imam und ich sagte zu mir, ja, ich möchte heute zum Islam übertreten, ich möchte die Schahada sprechen. Und der hat mich gar nicht richtig verstanden. Ich denke mal von der Sprache her oder so. Er meinte so, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Was hat mir keiner gesagt? So hat der mir geantwortet. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Muss ich jetzt noch eine Woche warten? Weil am Sonntag, bevor ich konvertiert bin, habe ich überlegt, so in diese Woche gehst du jetzt rein und überlegst dir, vom Freitag zum Islam überzutreten und guckst, wie du dich fühlst. Und ich habe mich auf diesen Freitag gefreut und dann saß ich dort und der Imam hat mich nicht verstanden. Und ich habe fast angefangen zu weinen, weil ich dachte, jetzt muss ich noch eine Woche warten, bis ich übertreten kann. Obwohl ich kann eigentlich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit natürlich zum Islam übertreten, aber das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, Freitag und dann trittst du zum Islam über. Ja, auf jeden Fall, der Imam hat dann zu mir gesagt, ja komm, wir gehen Tee trinken. So. Dann sind wir dann in diese Teestube gegangen und dann wollte er mich fragen, ja, wie war das denn, wo du zum Islam? So, und da habe ich gesagt, stopp, ich bin noch nicht zum Islam übergetreten, ja. Weil er wollte mich fragen, wie es war, aber ich bin noch nicht. Er so, ach so, du bist noch nicht, ja, wollen wir das jetzt machen? Ja, und dann habe ich erschallt, man, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fertig. Und dann war ich Muslim in der Teestube. Du warst selber Christ. War das für dich sinnvoller? Kurz mal, brauchst nicht so detailliert einzugehen, das haben wir in der Regel eingegangen, um kurz mal die Frage zu beantworten. Es gibt sehr viele Glaubensrichtungen. Wieso haben Sie gerade für den Islam entschieden? Inshallah, okay. 4, 3, 2, 1. Der Islam ist einfach der pure Monotheismus. Wenn ich mir die anderen zwei Weltreligionen, also das Christentum und das Judentum, anschaue, das Judentum ist dann noch mehr monotheistisch als das Christentum. Also für mich persönlich kann ich sagen, ob es stimmt, sei dahingestellt, aber für mich persönlich ist das Christentum schon fast polytheistisch. Ja, wie gesagt, wegen diesen Dreifaltigkeit, wegen Jesus und Gott und Heiliger Geist und all diesen Sachen, es gibt einfach keinen Sinn. Der Islam, du betest nur zu Allah. Wenn du Vergebung bittest, du betest zu Allah. Aber wenn du Christ bist, du gehst zum Pastor, du beichtst ihm seine Sünde, dann sagt er, mach zehnmal Ave Maria und dann wird dir vergeben. Aber was ist das? Es ist doch keine Vergebung. Ich bete doch zu Allah, dem Herrscher der Welt. Er muss mir doch vergeben. Und das ist einfach dieser pure Monotheismus, einfach klare Anweisung. Das ist einfach nichts zusammengemischt. Wenn man sich verschiedene Religionen anschaut,
Ja, du siehst einfach, dass es zusammengemixt ist von hier, von da, dann noch ein bisschen Kultur, alles zusammengemixt, dann haben wir unsere Religion. Aber im Islam hast du sowas nicht. Hast du Koran und Sunna. Ja, und das ist alles klar. Du hast keine Widersprüche, nichts, das ist alles klar. Das ist Subhanallah. Nachdem der Imam gesagt hat, du bist im Moslem, wo du halt gesagt hast, ich wollte mal erstmal eine Woche gucken, wie es mir geht und so. Wie war dein Gefühl, wie war dein Gedanke, nachdem du konvertiert worden bist? Die Zeit, wie hat sich die entwickelt bei dir? Deine Gefühle, deine Denkweise? Hast du mehr recherchiert oder wolltest du noch mehr lernen? Noch mehr über die Sünder, noch mehr über den Propheten noch lernen? Und diesen Gedanken weiß ich mal kurz zu sagen. Die Zeit von der Konvertierung aus, deine Gefühle, die ersten Gefühle und Gedanken, nicht bis jetzt, sondern ich sag mal die ersten 3, 6 Monate kurz zu erwähnen. Was für ein Wechsel hast du bei mir psychologisch auch gesehen? Das wäre von mir. Okay, auf die Kommentare. 4, 3, 2, 1. Als ich dann zum Islam übergetreten bin, es war einfach, ich konnte das gar nicht glauben, das war so, ich habe gedacht, boah, heftig, du gehörst jetzt dazu, quasi, kann man sagen, ja. Ich konnte das gar nicht fassen, es war einfach irgendwie so, weiß ich nicht, so, also komisch, aber nicht im schlechten Sinne, sondern schon im guten Sinne, weil ich konnte es nicht begreifen. Das war genauso, als ich in Mekka vor Al-Kaaba stand, ich stand davor, habe gedacht, heftig, so, man kann das nicht fassen, so, ja, und nachdem ich dann zum Islam übergetreten bin, dann beschäftigt man natürlich mit Islam. Und man, je mehr man weiß, zum Beispiel über die Sunna weiß, je mehr man möchte, man dem Propheten Islam natürlich auch folgen. Und so ging es dann bis heute weiter. Und ja, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich nicht zu viel zu erzählen habe, ehrlich gesagt. Das ist jetzt. Wir gehen jetzt, 8. Frage, das war dann halt, was war das erste Gebet nach der Konvertierung? Sexisitus, oder? Was war das erste Gebet nach der Konvertierung? Willst du dazu was sagen oder so? Das ist ein Freitagsgebet gewesen. Das ist onun yani ibadetlerini yaparken ne hissediyor, ne oluyor? O sonunda geliyor yine. Ha tamam o zaman. Das ist so beim Koran lesen zum Beispiel, wie war es beim ersten Gefühl beim Koran lesen? Hast du erst, ich sag mal, die deutsche Übersetzung erst durchgelesen und dann was, bist du jetzt beim, ich sag mal, kannst das Arabisch schon anfangen zu lesen. Wie waren dann halt deine ersten, ich sag mal, Gefühle, deine Gedanken? Was hat dich interessiert erst? Wolltest du von Anfang an erstmal lesen oder die bestimmten Suren haben dich erstmal interessiert? Welche Suren kannst du oder so, zum Beispiel das Arabische oder welche Sure fasziniert dich? Was ist es? Kurz mal zu erwähnen. Deutsch, die Übersetzung, das Arabische, kannst du Suren lesen. Welche Sure willst du kurz dir mal, vielleicht 2, 3 Suren halt sagen? Sure das, Sure das, Sure das ist für mich das. Oder Ayat. Dieses Eid ist das. Okay, ciao. 4, 3, 2, 1. Das erste Mal angefangen, Koran zu lesen, das war der deutsche Koran, auch bevor ich noch zum Islam übergetreten bin. Und mittlerweile halt lese ich ihn auf Arabisch. Und man hört einfach, dass es das Wort von Allah ist. Wenn du, auch wenn du einen Ausspruch des Propheten, zum Beispiel einen Hadith hörst und Koran hörst, es hört sich untereinander schon mal unterschiedlich an. Und wenn du einen normalen Araber sprechen hörst, hört sich das wiederum anders an, als wie der Prophet das gehört hat. Man hört es einfach, dass es was Besonderes ist. Und du liest es und du denkst, Subhanallah, das ist einfach ajib, heftig. Das ist, man kann es nicht beschreiben. Und wenn du dann zum Beispiel eine Sure, die ist eigentlich mit die kürzeste, Al-Asr, der Nachmittag, und Allah sagt da beim Nachmittag, er schwört auf den Nachmittag. Und wenn immer Allah auf die Zeit schwört, ist es eine gewaltige Sache. Er sagt beim Nachmittag, die Menschen sind wahrlich im Verlust. Ja? Und in einer anderen Sure sagt er, die Menschen streben nach mehr, bis sie die Gräber besuchen. Oder glaubt ihr etwa, wir haben euch aus Spiel und Zeitvertreib erschaffen und denkt, ihr müsst nicht zu uns zurückkehren. Ja, und all diese Verse oder auch in Suratul Ankabut, der zweite Vers, denkt ihr etwa, es reicht zu sagen, wir glauben und denkt, ihr werdet nicht geprüft werden?
Ja, und all das ist einfach, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann ja immer, dann erinnert man sich daran. Ja, oder wenn Allah in Surat al-Baqarah sagt, sagt er, vielleicht mögt ihr etwas, was schlecht für euch ist, und vielleicht verabscheut ihr etwas, was gut für euch ist. Ja, und wenn es mir dann schlecht geht, dann denke ich daran, guck mal, vielleicht wird daraus was Gutes passieren. Und es war auch oft so, mir kam etwas Schlechtes, aber dann hat sich später was Gutes ergeben, sei es 5 Minuten später oder 1-2 Tage später, aber es kam dann immer etwas Gutes daraus. Ja, und subhanallah. Danke sehr. Nein, das war jetzt gut.